Und Udia, willst du auch sterben? Willst du auch sterben? Willst du auch sterben? Bam, Junge, bam! Double Kill, yeah, buddy! Yeah, buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist wie immer Povrot und heute spiele ich Zion in der Toplane. Für mich persönlich Tryndamere 2.0. Nicht hundertprozentig, aber ich will ja wie immer alles schön reden. Also mit Ghost, mit Ignite. Zion hat von Natur aus sehr, sehr viel Base Damage. Wir werden das gleich sehen. Er hat sein E, das das Ganze stärker macht. Und auch sein E gibt ihm dauerhaft Health. Wenn er Minions tötet, das ist wie bei Nasus, der Stacks auf seinem Q kriegt. Das ist wie bei Vega, der mehr AP kriegt. So kriegt Zion mehr HP. Wenn er Minions tötet, wenn er Champions tötet. Und das heißt, ich werde ihn Damage-mäßig bauen. Also ich werde Static Sheaf bauen, Trinity Force und Phantom Dancer. Auch wahrscheinlich in dieser Reihenfolge. Und dann mache ich so ein bisschen auf Split Push Zion. Oh yeah. Ich habe ja den Stun. Das heißt, ich komme dann auch im Notfall weg. Und ich spiele gegen Udyr. Und Udyr ist auch ein ganz, ganz böser Schnetzler. Ein Level 1 Ultra Bruiser. Ich muss mal schauen, wie der spielt. Ich muss ihn gleich ein bisschen einschätzen lernen. Und ansonsten ist Zion ab Level 6 richtig, richtig stark. Mit dieser fantastischen Kannibalismus-Ulti. 50% Lifesteal, 50% mehr Attack Speed und das für 20 Sekunden. Das ist fett. So, gucken wir uns jetzt mal an, wie viel AD ich so bekomme. Also, erst einmal Damage. Doran's Blade. Mhm. Ich habe jetzt 88 AD. Das ist ja spannend. Ich aktiviere E. Bock! Ich kann zaubern! Huhuhu. 114 AD! Yeah, buddy! Und das auf Level 1. Also ziemlich, ziemlich cool. Ein Dickerchen mit einer dicken Axt. Und diese Axt glüht und macht richtig schön Schaden. Also, auf jeden Fall, hier seht ihr es auch schon unten. Total Health Gained ist jetzt noch auf 0. Also ich kriege dann permanent Leben. Das heißt, ich kann ihn gleichzeitig so ein bisschen, also auf Damage bauen, werde ich ja machen, mit Attack Speed, mit AD. Aber trotzdem wird er tankier als andere ADCs, weil er eben diesen Lebensbonus kriegt. Und das ist interessant. Das heißt, ihr habt, ich sag mal, so einen Halbtank, der aber dann auch richtig, richtig viel Schaden raushaut. Er muss natürlich rankommen an den Gegner. Udyr ist eigentlich so ein schönes Gegenstück dazu. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich meine Udyr Tiger OP. Udyr Tiger OP auf Level 1. Povrot 114 AD. Das ist richtig. Und das wird immer mehr. Oh yeah. Helfen wir mal hier ein bisschen. Meine Axt ist weg. Und das E kostet ja irgendwie 6 Leben pro Axt. Attack? Das macht gar nichts. Das ist so gering. So, du kannst smite, mein Junge. Smite. Da ist er. Wie sieht's aus? Udyr hat bereits. Komm schon, krieg ich den noch? Udyr pusht einfach. Finde ich gut. Finde ich richtig gut, denn der hat jetzt. Nicht so. Nicht so korrekt. So, denn ich kann jetzt hier einfach das Ganze ausnutzen, dass der schön an mir dran ist, dass ich hier entspannt erstmal farmen kann. Jo, der ist jetzt früher Level 2, aber das nützt ihm gar nichts. Und kriegt sogar einen Tower-Schuss ab. Nice. Ha! Und dafür habe ich Ghost gezündet und dafür habe ich Ghost gezündet. Komm ich da noch dran? Komm schon! Boom! First Blood! Für Zion AD! Tiger OP? Von wegen Zion AD ist es OP! Zack! Zack! Und nochmal das E. Hoppla! Ich habe ja schon 132 AD! Das ist ja wahnsinnig! Zack. Man muss mit Zion nur ein bisschen aufpassen, denn er hat relativ schnell Mana-Probleme. Ihr seht das ja jetzt schon, könnte ich nicht mal mehr meinen Stun werfen. Stun für 100 Mana. Das ist ziemlich brutal. Das sollten sie eigentlich ein bisschen senken, oder?
zack. 15 CS für mich, 6 für Udia und First Blood für mich und 2-0. Wir spielen mit 5 Leuten aus der Community, eigentlich wie immer. Sonst gibt's ja gar nicht mehr, mich gibt's ja nicht mehr ohne Community quasi. Und Static Chief heißt für mich, ich muss auf Attack Speed und ich mach's jetzt einfach mal. Ich fange einfach mal an, mit Seal geht's natürlich los. Und das macht mich natürlich jetzt noch so ein bisschen schwächer. Also nur Attack Speed. Wie viel? Guckt euch das an. Udi 95 HD und ich 136. Andererseits ist der Tiger natürlich richtig, richtig fett. Der Tiger gleicht das so ein bisschen aus. Aber dadurch, dass ich First Blood hatte, bin ich jetzt definitiv vorne. Einen Trank habe ich noch. Er ist jetzt Level 4, genauso wie ich. Er hat jetzt 17 Farm. Er pusht weiter. Und er hat gepusht und das ist gut, denn jetzt kann ich wieder entspannt farmen. Ich weiß nicht, was ich manchmal mache. Jetzt die Frage, kommt die ran? Ui, schön Schaden hat er gemacht. Aber ich habe 150 AD. Oh yeah. Also jedes Mal, wenn ich E skille, kriege ich auch mehr AD. Und gleichzeitig kostet mich das dann aber auch ein bisschen mehr per Hit quasi. Also ich warte jetzt, bis Udia ran will. Und dann nehme ich ihn mir ran. Get on my chopper. Ja. Hast mich gestunt, ne? Ja, schade. Bald bin ich aber Level 6. Dann bin ich unstoppable. Das war ja zu easy, das war ja zu easy. Der hat einfach Ignite nicht erwartet. Und ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe es schon eine Sekunde früher ab. Deshalb habe ich mir noch einen Tower-Hit eingefangen. Okay, und jetzt passt auf. Ulti an, zack, mehr Attack-Speed, zack, 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 zack. Zack! Und die ganzen Minions sind ja noch da! Die ganzen Minions sind ja noch da! Und von daher mehr Damage, mehr Damage, mehr Damage, mehr Damage, mehr Damage. Come on, baby. Schild einmal aktivieren. Ich krieg ihn nicht, ich krieg ihn nicht, ich krieg den Tower nicht. So, dann holen wir uns hier. Schnabulieren wir uns noch ein paar Minions weg. Und Udia ist jetzt wieder da. Und ich habe wieder mein. Ich habe wieder mein E einmal geskillt. Guckt euch das an. 55 Additional AD und 74 Leben habe ich jetzt schon für immer. Und ich habe jetzt Seal. Ich habe jetzt Seal und hier Attack Speed Schuhe. Gleich. Gleich habe ich Attack Speed Schuhe. Und hier habe ich jetzt meine Mana Potion. Und los geht's. Ja, mindestens eine. Ich habe ja gesagt, mit Sion muss man ein bisschen aufpassen, weil er relativ viel und hohe Mana-Kosten hat. 100 Mana, 70, muss eigentlich überleben. Und natürlich ist Udi genauso ein schlimmer Schnetzler. Er versucht es auch. Hier fehlen mir jetzt noch 2 Auto-Attacks. Und Udi fehlt noch einiges mehr. Kannst du hier noch einen Schuss sein? Hallo, Udia! Hihi! Das Rennen der zwei Dicken! Das Rennen der zwei Dicken! Und er kommt einfach mit meinem DPS nicht mehr klar! Und boom! Nochmal die Minions weggebombt, wieso nicht? Hast du Angst, Udia? Hast du Angst?
Er muss seine Form wechseln, damit er schneller ist. Und das macht er ja hier jetzt auch ganz richtig. Ich werde ihn allerdings gleich wieder stoppen. Hallo! Wow, Minion Block Kopie! Und er kann seine Form jetzt nicht mehr wechseln. Jetzt fehlt ihm das Mana. Und ich... Und ich lade meins mit dem Pott wieder auf. Oh! Hallo! Gestunt! Ne. Wow! Was war das für ein Auto-Attack? War das ein normaler Auto-Attack? Crit Chance? Habe ich die hier drin? Hab ich! Das hätte also ein Crit sein können. Und ich glaube, das war einer. AD Sion in der Top-Lane. Kann man gerne mal versuchen. Ich finde persönlich, es ist ein bisschen zu schwach. Also wenn er vielleicht den Stun öfters einsetzen könnte. Also wenn... Guck dir das an. Udir schreibt, what the heck. Und das muss ein Crit gewesen sein. Das war ja wahnsinnig. Das hat ihn richtig weggebombt. Static Chief noch nicht ready. Dafür jetzt hier zwei Schuhe. Und hier auf jeden Fall schon mal Everest Blade und Static Sheep incoming. Nehmen wir nochmal zwei Tränke mit, denn man hat gerade gemerkt, das war ganz wichtig, dass ich meine Mana hatte. Und ja, Ghost habe ich nicht mehr. Ich dachte auch gerade, ich habe Vi noch gestunt. Vielleicht habe ich sie nicht mehr getroffen, weil der Kick von Lidan kam. Aber ziemlich weit vorne jetzt hier. Der erste Tower in the game gehört mir und ich werde nicht aufhören, ich werde nicht aufhören. Wie ihr das von meinem Rengar-Gameplay kennt, ja, werde ich eigentlich dieselbe Show jetzt hier durchziehen. Ein fetter Mann braucht seinen Stoff. Oh yeah, das ist Gragas. Hallo Annie! Schade, schade, schade. Ich dachte, ich komme da noch weg. Aber ja, Gragas hat mir ja letztendlich gepinkt, dass ich weg sollte. So. Verkaufe ich sowas hier? Come on, Static Chief ist mein. Oh yeah. Movement Speed, Crit Chance, der Blitz. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Und gerade dieser Movement Speed, nicht der Movement Speed, der Attack Speed Buff funktioniert halt richtig geil mit der Ulti. Ich habe jetzt 1,05 plus 50%. Also dann 1,6 Schläge pro Sekunde. Und ja, wenn ich Ghost hätte, wäre es auf jeden Fall besser. Schade, dass ich da gerade nicht weggekommen bin, aber guck mal, 136 Leben habe ich jetzt schon Bonus, also einfach umsonst. Ja, ich gehe jetzt einfach weiter. Schild aktivieren, dann verliert man nicht allzu viele Leben. Man kann auch schneller pushen. Wo ist der Blitz? Wo ist der Blitz? Oh, 7 zu 3 und der nächste Tower gehört uns. Herrlich. Und weiter geht's. Hat Udir keine Lust mehr? Der ist unten. Ulti zünden, pack, pack, pack. Schnetzel weiter, es ist noch nicht so schnell, wie ich mir das wünschen würde. Aber das kommt noch, aber das kommt noch. Und weiter geht's, ich mach einfach Druck, ich mach einfach Druck, ich mach einfach Druck. Das ist das Problem beim Split-Pushen. Gerade wenn man jetzt hier nochmal einen kleinen Vorteil sich geholt hat, so wie ich jetzt hier 3 Kills, also vorne gegen Udir. Der muss jetzt einfach entweder auf der Lane bleiben, der muss entweder Mates irgendwie noch ranholen, um das Ganze hier zu deffen. Ja, oder ansonsten haben sie ein Problem. Und das Problem mache ich denn. Oh yeah. Dicker Mann mit dicker Axt unterwegs.
Was habe ich gesagt? Trinity Force. Trinity Force, wo bist du? Hier kann ich auf Trinity Force kommen. So, und als erstes mag ich eigentlich Sheen sehr gerne. Und ich hole mir einfach die Mana. Das ist gut. Das ist gut für so ein Dickerchen, das mehr Mana braucht. Also, ich mag Sheen sehr gerne, weil es ja immer diesen Proc mitnimmt. Also, wenn man eine Fähigkeit einsetzt, dann hat man Sheen auch gleichzeitig dann aktiv mit dem nächsten Auto-Attack. Und das ist halt auch geil für einen Split-Pusher, um schneller Objectives niederzukloppen. Ich habe jetzt meine Ulti gleich ab. Ich habe Ghost ab. Und ich habe es mit einem 0-3 Udyr mit 50 Farm zu tun, der gerade auch gar nicht da ist. Also mache ich weiter. Jetzt kommt er. Who is your summoner? What does he do? Hallo. Oh! Hallo Annie! Interessiert's keinen, dass ich hier bin? Gucken wir mal, ob sie hier reinlaufen. Und Udyr, den hole ich mir jetzt. Und dafür liebe ich Static Sheen, wegen diesem Blitz, der einfach diesen entscheidenden Auto-Attack so stark macht. Gerade wenn ihr einen Gegner chase, dann ist das richtig, richtig Bombe. Also, yeah. Buddy! Und Annie hat sich jetzt auch verzogen. Oh, 9 zu 5. Wer ist im Killing Spree? Divine. Na, wo ist der Blitz? Wahnsinn. Okay, und hier zu zweit. So, jetzt nochmal Attack Speed Boost durch die Ulti. Zack, 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 zack. Schade, dass er sich am Tower nicht hochhält. Aber in Tower kann man das Leben nicht aussaugen. Oh je. Na, Udyr, was denkst du jetzt? Und ich habe mich an Udyr kurz hochhalten können. So, wunderbar. Weiter Druck gemacht. Und ihr seht halt so, wie eklig dieses Split-Push-Ding ist. Der Rest des Teams kommt hier so ein bisschen klar. Und ich mach mein Ding. So, und hier nochmal ein bisschen Leben. Die hätte ich auch gerne. Und ich bin jetzt am Überlegen. Ja, Attack-Speed-Schuhe sind schon geil, aber generell. Oh, wie sieht's hier aus? Drei macht einen guten Job. Ne. Ne. Ah, Caitlyn konnte auch keinen Auto-Attack da mehr reißen. Lee ist da. Na? Kein Ward-Move. Oh, und das Q geht jetzt auch nicht mehr rein. So, versuch das nochmal. Oh mein Gott. Und die Vi verfehlt. Ist ja crazy. Ja, ich mach einfach weiter. Das ist jetzt ein bisschen stumpfes Game vielleicht für euch zum Zuschauen. Wobei, ja, wenn gute Aktionen irgendwo anders laufen, versuche ich mal rüber zu klicken. Aber es ist genial, es ist einfach genial. Der Udyr muss schon wiederkommen. Ich hatte mein E die ganze Zeit jetzt hier gerade gar nicht aktiv. Ich habe mich schon gewundert. Hey, guckt euch das an. 117 AD, was soll das? So, und jetzt 180. Oh! Gragas hat hier einen geilen Move gemacht! Wunderbar. Und ich skille lieber den Stun, damit ich den... Oh,
Und weiter geht's. Ich habe nie gesagt, dass ich aufhöre. Hä? Wer kommt hier ran? Einmal der Auto-Attack mit dem Blitz. Das ist doch wahnsinnig. Hallo, hast du ganz dann? Hast du ganz dann, Baby? Dann bin ich weg. Dafür hat man halt Ghost. Ansonsten, ja, durch den Stun, das ist so die einzige Möglichkeit, mit Zion richtig wegzukommen. Aber das muss eigentlich reichen. Ja, und was machen die jetzt? Das ist halt die Frage. Ja, und Annie ist weg. Und dann mache ich hier einfach weiter. So, die Ulti 85 Sekunden Abklingzeit. Ich überlege jetzt, ich setze sie einfach einmal ein, um mich hier richtig zu heilen. Und guckt euch das an. Das ist doch nicht normal. Ich bin einfach wieder voll. Das reicht nicht. Ich krieg den Udyr nicht. Das war close. Das war close. Aber ihr seht, jetzt das, was ich meine. Die sind zu dritt gekommen. In der Zeit, guckt euch das an. Unsere Botlane hat hier richtig schön Zeit gehabt, weiter Druck zu machen. Ich überchase das Ganze. Really? Really? 12 zu 10? Aber generell sieht es ganz gut für uns aus, denn wir haben einiges an Tower-Vorteil. Ich weiß gar nicht, wer den Drake hat. Ich frage aber einfach mal ganz frech. So, wer hat Drake? Wenn wir das sind, dann wir. Okay, also wir haben 1, 2, 3, 4 Tower sind wir vorne. Plus Drake. Das ist schon ordentlicher Vorteil im Gold. Vielleicht sogar, ja, ein paar Tausend werden es wohl sein. Aber es wird immer weniger gerade. Die Gegner sammeln sich gut und die Vi macht einen guten Job. Und Leona sagt, das war bad von mir. Ich habe nicht gesehen, was da passiert ist. Aber die kriegen den Tower immer noch nicht. Ja, und ich mache jetzt hier einfach weiter. Okay. Ich dachte, vielleicht kann ich seinem Stun so ein bisschen ausweichen. Und inzwischen 211 zusätzliche Leben. Jetzt schon 220. Udyr, willst du aussterben? Willst du aussterben? Willst du aussterben? Bam, Junge, bam! Double Kill! Yeah, buddy! Und das ist Zion auf AD. Das ist Zion auf AD. Ein richtig, richtig fieses Monstrum. Und der Stun hat immer kürzere Abklingzeit. Und guckt euch das an. Ich bin voll, weil ich meine Ulti eingesetzt habe gerade in dem Fight. Und die heilt mich pervers. 6-2-0 Zion. Und hier haben wir auch einen Tower. Und Squishies werden jetzt einfach richtig böse zerschnetzelt. Es war Vi. Es ist Vi. Sie hat keine Ulti. Sie hat vielleicht keine Ulti. Sie hat sie doch. Oh. Ich denke mal, die ist gerade erst abgegangen. Aber schade, schade, schade. Und jetzt habe ich Trinity Force. Und wie versprochen, das dritte Item und vielleicht auch das letzte, denn bis dahin könnten wir dieses Game gewonnen haben, ist nochmal Phantom Dancer.
Ich habe einen Attack-Speed von 1,44 und dazu kommt jetzt gleich nochmal dieser inzwischen 50%ige Attack-Speed, aber 75%ige Lifesteal. Also mit jedem Schlag, den ich mache, heile ich mich um 75% des Schadens. Eben nur durch Auto-Attacks, also... Fähigkeiten zählen da nicht dazu. Oh, und wie Gragas sie hat. Wie Gragas sie hat, oder? Ja. Na, kannst du wieder ran? Tebasso? Okay, weiter geht's, weiter geht's. Ich mache jetzt hier irgendwie gar nicht mehr diesen Ultra-Split-Fusion, sondern ja, ich laufe jetzt einfach durch die Mitte. Alter, bin ich inzwischen schnell. Oh, da war Dravenissimo! Boom! Dieser Auto-Attack, wenn man einen Moment wartet und man weiß, man hat Static Sheath ready. Dann ist dieser Auto-Attack, der ja hier kommt, ein Blitz, der macht 100 Schaden. 100 Magic Damage, der sich ausweitet, also wie, ja kurz 100 AD, aber nicht als AD, denn wenn der Gegner Rüstung hat, dann macht das Ganze ja noch ein bisschen mehr Schaden. Denn er bräuchte Magieresistenz dafür. Oh mein Gott, 100% Lifesteal? Da war ich zu schnell tot. Draven macht zu viel Schaden. Ich hatte meine Ulti aktiv. Habt ihr es gesehen, wie krass ich mich eigentlich geheilt habe? Und Phantom Dancer! Meine drei Late-Game-Items sind ready. Das ist das, was ich mir als erstes holen wollte. Static Sheath in der Reihenfolge hier. So, Static Sheath, Trinity Force und Phantom Dancer. Und jetzt bin ich eigentlich relativ frei für gute Ideen. Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt. Ich würde jetzt, ja, eigentlich sowas wie Infinity Edge. Oder, was ich noch nicht habe, ist ein natürlicher Life Rack. Den würde ich mir gerne besorgen, denn ich habe viel AD. Und von daher kann ich stark von profitieren. Wie sieht das denn hier aus? Ich komme! Komm schon! Wow! Die Ulti war heftig! Wo war das Team? Hä? Team? Wieso ultit Leona und geht dann alleine? Weg und keine Ahnung. Hä? Wir hätten sie alle gehabt. Und die werden wir noch alle haben. 10-5. Sion. Gragas macht's! Oh! Der stirbt nicht, der stirbt! Stimmt, doch!
Und er kriegt aber 2 Kills. Geil. Dadurch können die Gegner jetzt nicht so toll pushen. Und ja, ich habe alles, was ich brauche. Mana-Tränke, Leben. Inzwischen 391 zusätzliche Leben. Das ist jetzt richtig krass, denn jetzt umso länger das Spiel dauert, umso schlimmer werde ich. Man denkt ja irgendwann, okay, jetzt ist er voll equipped, alles cool. Aber das ist nicht so, denn es wird immer schlimmer irgendwann. Keine Ahnung, was ist das Höchste, was ihr je mit einem Sion an Leben hattet? Ich brauche mir jetzt echt keine Leben zu kaufen, denn inzwischen habe ich ein Giant's Belt for free. Und ich höre ja nicht auf. Ich höre auf keinen Fall auf. Das geht so schnell. Zack, zack, zack. Und schon habe ich noch mehr. Keine Minions für Papa. Hier bin ich auf dem Weg. Hier bin ich auf dem Weg und zu dritt können wir auf jeden Fall die 3 kalt machen. So war... Oh! Wow! Ich bin viel zu schnell gestorben! Ich bin viel zu schnell gestorben! Jetzt waren sie doch zu 4 zu 5. Die Kate macht's und Gragas macht's! Gragas macht's! Jetzt habe ich nochmal hier ein bisschen zusätzlichen Life-Rack. Und geaced werden sie nicht. Udyr fehlt noch. Wo ist Udyr? Der ist überhaupt nicht da. Vielleicht musste er zurück. War der in dem Fight mit drin? Ah, der ist hier. Der macht jetzt Udyr Split-Push. Was hat der denn? Oh, der geht richtig aggressiv hier. Trinity Force. Puh, ich bin viel, viel weiter als der. Was hat denn der UD 126? 3 Kills. 8 Deaths. Ich mache jetzt tatsächlich Split Push. Ich splitze top. Dieser dreckige! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist hier los? Was ist hier los? Es geht so schnell, es geht so schnell, oh yeah. Und mit Ulti. Ha! Guckt euch das an! Guckt euch das an! Zack, 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 zack. So, sie ist gestunt! Sie ist gestunt! Und ich bin richtig schnell, ich muss nur gleich... Nein! Genau den musste ich dodgen! Hat leider nicht funktioniert, aber Inhibitor gehört mir! Oh yeah! Und... Ehrlich gesagt wäre so ein Blade of the Ruined King auch nicht schlecht. Das machen wir mal. Das hilft ja eigentlich extrem beim Split-Pushen, weil ihr den Gegner langsamer macht, euch gleichzeitig schneller, also dann mit Blade of the Ruined King. Und hier könnt ihr den Gegner ein bisschen verlangsamen um 25% für 2 Sekunden. Das macht auch schon was. Das heißt, ich habe dann nicht nur meinen Stun, ich habe so einen zweiten kleinen CC, damit ich noch besser splitten kann. Und außerdem mehr Attack-Speed. Das ist eigentlich ziemlich cool. Jetzt mache ich richtig Damage.
eigentlich sind wir sehr, sehr weit vorne. Und können hier locker direkt in den Fight gehen. Und Leona schnackselt sich den ersten weg. Oh ne, nicht mit meinem Attack Speed. Nicht mit meinem Attack Speed. Triple Kill! Triple Kill! Yeah, buddy! Und der nächste Inhib. Und der nächste Inhib. Okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt können die Gegner easy getrost surrendern. Komm schon, fokus mich. Na, wollen sie nicht surrendern? Müssen sie aber. Das Ding ist jetzt definitiv verloren. Oh! Gragas macht ja echt herrlich Schaden. Hohoho! Und es ist vorbei. Split Push Sion. Eklig, eklig, eklig und ziemlich viel AD. Also, das war's von mir, Leute. Ich bin euer Povrot. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.